Hallo miteinander und willkommen zu Folge Nummer 3 von unserer Playvetia Let's Play Planet Coaster Serie. Das mal mit einem Speedbuild von unserem Mine Coaster in unserem Desert Rock Park. Ja, zuerst einmal danke an alle, die die ersten zwei Folgen geschaut haben, eure Likes und Kommentare. Das hat mich sehr gefreut. Finde ich schön, dass die Videoserie so gut ankommt. Danke auch für Tipps mit der Musik im Hintergrund und lustige Sachen. Mittlerweile bin ich auch unterwegs mit neuen Mikrofonen und darum weniger Nebengeräusche und Störgeräusche. Also das ganze Audio-J wird professioneller. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch auch die weiteren Folgen noch werden gefallen und ihr mein ganzes Projekt werdet weiterhin followen. Und da natürlich auch nochmal ein Hinweis, wenn ihr noch mehr so Sachen wollt sehen von Planet Coaster oder je nachdem auch von anderen Games, wo ich Let's Play, dann geht doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei auf www.youtube.com/jblast1. Lasst ein Abo da oder auch mal ein Like oder irgendeinen Kommentar, freut mich natürlich immer. Aber jetzt widmen wir uns wieder da dem Mine Coaster. Mine Coaster finde ich persönlich etwa die schwierigste Achterbahn zum Bauen überhaupt im Planet Coaster. Weil es ist nicht ganz eine normale Achterbahn in dem Sinn. Mine Coaster sind eigentlich mit sehr vielen engen Kurven und auch mit Auf- und Abs und Richtungswechsel auch auf der geraden Strecke, so damit der Wagen kippt und allem. Durch den Spassfaktor für die Leute natürlich sehr spannend, aber eben, es ist auch nicht wirklich einfach zum Bauen. Darum, ich schaue einfach meistens darauf, dass die Bahn wirklich gut aussieht. Die Werte in einer normalen Region sind, sodass Besucher die nachher natürlich auch besuchen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Und ja. Ich habe das Ganze probiert, auch ein bisschen so in die drei Felsen jetzt zu integrieren. Und das Ganze natürlich dann auch mit ein bisschen Tunnels und Höhen und Tiefen und Brücken zu gestalten, sodass das Ganze auch fürs Auge natürlich ein bisschen spannender aussieht. Da sieht man jetzt zum Beispiel, wie ich die langen, geraden Strecken noch ein bisschen mit Hügel wieder so Auf- und Abs ausbessern, damit die Werte dort dann auch noch ein bisschen steigern, das Ganze. Weil eben natürlich sind sie jetzt zwar im gelben, glaube ich, oder nicht ganz grünen Bereich. Das heisst, es ist okay, aber es könnte natürlich besser sein. Und man sieht immerhin, der Kotzwert, der ist im grünen Bereich, das ist schon mal gut. Weil dann nachher haben die Zuschauer, also Besucher, auch nicht Angst, den Coaster zu besuchen. Wie man sieht, ich arbeite mit zwei Lift Hills. So kann man ein bisschen mit den Höhen variieren und hat nicht einen ewig langen Lift Hill und kann das Ganze auch ein bisschen kompakt behalten, was ich bei einem Mine Coaster auch extrem wichtig finde. Weil Mine Coaster, eben, wie gesagt, ist eigentlich eher ein kompakter Coaster auf kleinem Raum. Und nicht so wie zum Beispiel eine normale Holzachterbahn, die eigentlich über längere Strecken geht, die meistens grosse Kurven hat und mit dem ganzen Banking arbeitet. Natürlich auch der Mine Coaster, muss man aufs Banking schauen. Aber eben, der ist eigentlich hauptsächlich eher ein bisschen verwinkelter meistens. Und eine normale Holzachterbahn ist da doch eher mit ein bisschen grösseren, weiteren Kurven. Ein RMC wiederum, ein RMC Coaster, RMC ist der Hersteller von diesen Holz-Hybrid Coaster. Werden wir sicher auch noch einen bauen. Dort kann man dann auch mit Inversions arbeiten und so. Und die sind dann auch wieder eher ein bisschen, je nachdem ein bisschen kompakt, aber auch weitläufig, weil es natürlich Holzachterbahnen sind. Aber sehen wir dann, wenn es so weit ist. Jetzt geht es zuerst mal um unseren Mine Coaster da und jetzt bauen wir den Eingangsbereich, die ganze Warteschlange. Und auch hier wieder baue ich natürlich nach einem modularen Bausystem. Sprich,
Es wird alles custom handmade sozusagen. Da sehen wir jetzt die Warteschlange. Nachher machen wir hier einen Weg. Der Weg der geht jetzt hier noch einen Steg drauf. Gibt es hier unten noch ein kleines Plätzchen und da geht es dann über die Brücke auf das Festland. Schön ist natürlich auch der Coaster, den sieht man natürlich vom Eingang her, wenn man zu laufen kommt als Besucher, sieht man schon im Hintergrund, oh, dort hinten, mein Coaster, voll geil, muss ich fahren. Und ich bin dadurch halt einer, der extrem auf so Zeug schaut, dass man eine Skyline hat eigentlich im Park, wo man mit so Eyecatchers arbeiten kann. Ich gehe davon aus, die Besucher sehen das nicht, also das ist vom System her nicht so gebaut, aber ich persönlich finde das halt einfach noch cool, weil zum Beispiel auch beim Europapark mit dem Silver Star hat man schon auf dem Parkplatz eigentlich spürt man den Hype in der Brust. Oder man spürt so den Hype, den man hat, wenn man jetzt dort herkommt und sieht, wow, shit, Silver Star, geil, ich will Achterbahnen fahren. Und das halt auch, weil eben die Achterbahn schon vom Eingang her gesehen wird, also sprich sogar vom Parkplatz aus. Und das ist eigentlich bei mir in einem Park immer ein bisschen der Gedanke. Darum sind bei meinen Parks jetzt der Swiss Valley Park, den ihr auf meinem YouTube-Kanal findet, oder jetzt hier bei Playvezia der Desert Rock Park, wobei der Name noch nicht final ist, dazu kommen wir nachher noch. Mit der White Snake vorne, wo natürlich auch dort über den Eingangsbereich geht und so soll ein bisschen der Hype in den Leuten schüren. Oder? Betreffend dem Namen würde ich sagen, haut doch mal ein paar Beispiele in die Comments. Dann geben wir dem Park einen Namen. Jeder Freizeitpark braucht natürlich einen Namen. Und darum heisst mein anderer Park ja auch Swiss Valley, weil es eigentlich ein Park ist, der in der Schweiz gebaut wird. Falls ihr dazu mehr wissen wollt, geht auf meinen YouTube-Kanal oder auf swissvalley.margojuen.com. Dort habe ich eine Homepage eingerichtet sogar für den Park. Warum? Ja, weil ich es einfach lustig finde. Natürlich, WC-Hütte. Darf ich keinen Park fehlen? Natürlich muss auch die abgestützt werden. Die Musik, die ihr hier übrigens hört, ist der offizielle Soundtrack von Planet Coaster. Finde ich sehr coole Musik. Sehr gut. Und so chillig gemacht. Tipptopp. Jetzt da baue ich jetzt einen Custom Hag. Das ist lustig, ich weiß nicht, wie der schweizerdeutsche Ausdruck irgendwie gar nicht mehr. Und dann habe ich immer den englischen Ausdruck, den Fans, im Kopf. Und dann als nächstes kommt mir der Hochdeutsche in den Sinn. So, fuck, und ja, jetzt schon wieder auf Schweizerdeutsch. Ah ja, genau. Hag. Und ja, den ziehen wir jetzt hier rundum, sodass natürlich die Besucher nicht das Loch abgehen. Natürlich werden sie das nicht. Also das passiert natürlich schon nicht. Aber es gehört dazu. Man braucht einen Hag oder die Warteschlange. Im Europapark kennt auch jeden. Hat es überall. Und vor jeder Bar. Und meistens schaut man eine Stunde an für nachher eine 2 Minuten Action. Aber das ist natürlich auch immer wieder super. Da habe ich jetzt mit den Schmöllern Warteschlangen geschaffen. Geht natürlich auch etwas breiter, aber ich habe jetzt hier einfach eine Schmälerung genommen, damit wir hier auf kleinem Platz eine relativ lange Warteschlange herbringen. Ja, und nochmal zu den Feedbacks und den Kommentaren. Also, wenn ihr Fragen habt zum Spiel Planet Coaster oder wenn ihr Ideen habt, was wir als nächstes bauen könnten, dann postet das in die Comments. Ich lese das Zeug garantiert und werde mir dann sicher auch das ein oder andere rauspicken. Und dann können wir da zusammen eigentlich ein bisschen den Park zusammen gestalten, weil es soll ja in dem Sinn ein Gemeinschaftsprojekt werden von Playvezia und mir. Und natürlich mit euch als Community, denn ohne Community geht natürlich gar nichts. Darum, also wenn ihr Ideen habt, haut sie in die Comments, schreibt ihnen, was ihr wollt. Und wenn es umsetzbar ist, dann werde ich mich dem annehmen und das natürlich auch umsetzen. Zum Beispiel auf dem Livestream letzte Woche ist mir schon gesagt worden, du Jay, aber der Shop,
Damecke. Der ist relativ nah am normalen Hauptweg und zu den Warteschlangen vom Coaster. Das Problem ist natürlich, die Coaster, das sind Publikumsmagnete. Und wenn jetzt da viele Leute aufstürmen zu dem Coaster und dann auch noch Leute anstehen bei dem Shop, dann gibt es dort oben Stau. Also das müssen wir beobachten über die Zeit, wo er dann eröffnet wird, der Park. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das dann dort aussieht, aber wir werden das beobachten und je nachdem müssen wir dort dann halt Massnahmen ergreifen und das Ganze anpassen. Da baue ich jetzt einfach ein kleines Detail, eine schöne Stege mit Geländer und allem. Das sind so Sachen, die als Bastler macht man das eigentlich immer. Man baut irgendwelches Zeug, irgendwelches kleines Zeug, das meistens nachher gar nicht gesehen wird. Aber ich weiss nicht warum, aber das machen viele. Bauen halt einfach so detailliertes Zeug, wo aber schlussendlich dann irgendwie trotzdem gar nicht gesehen wird. Also das ist eigentlich recht lustig. Oder halt eben nur in so Videos sieht man es. Oder dann nachher sieht man es, wenn man den Park halt mal anschaut, sprich wenn einer das Spiel selber hat und den Park runterlässt, sofern er natürlich freigegeben ist, und dann mal schaut, dann sieht man so Sachen auch, weil sonst sieht man so Zeug eigentlich nicht. Also es ist wirklich nur Zierig und es sind Spielereien, aber genau um das geht es in Planet Coaster. Der Fantasie ist nach wie vor keine Grenzen gesetzt. Und darum bauen die Leute da meine Sachen, da gehst du über. Da denkst du einfach nur so nicht mehr schnell, wie kommt der auf die Idee, so etwas zu bauen. Das ist das Coole. Das ist definitiv das Coole an Planet Coaster. Man hat so viele Freiheiten, also die Grenze der Freiheit ist eigentlich nur die eigene Fantasie. Also jemand, der keine Fantasie hat, der ist relativ hilflos bei dem Spiel. Aber jemand, der ein bisschen Fantasie hat, der geht über. Also ich habe mich auch schon verwünscht. Da habe ich wirklich stundenlang bin ich etwas am Basteln gewesen und habe nachher gefunden, ich wollte eigentlich etwas ganz anderes machen. Aber dann bin ich wieder irgendwo hängen geblieben und habe dort weitergemacht und das bastelt und so und so. Und dann, ja, und dann schaust du auf die Uhr und so, okay. Ja, darum da auch nochmal ein Aufruf an euch, liebe Playvezia-Zuschauer. Wenn ihr Ideen habt und wenn ihr Fragen habt, haut sie in die Comments. Und dann bauen wir da zusammen einen schönen Park. Und jetzt als erstes mal eine Aufgabe, wie könnten wir denn den Park eigentlich nennen? Wir haben ja noch keinen Namen. Und wie man jetzt auch hier im Hintergrund sieht, das Eingangsgebäude steht noch nicht. Da müssen wir dann auch noch irgendetwas machen. Und ja, sobald das Eingangsgebäude steht, kann man ja in dem Sinn eigentlich dann auch eine Werbung positionieren und dem Park einen Namen geben und ihn dann eröffnen. Und ja, das ist noch etwas, das WC-Häuschen oder mit dieser schönen gelben Farbe. Fragen sich jetzt vielleicht einige so was, wieso macht jetzt der das geil? Was soll der Scheiß? Aber ich finde es eben noch cool, mit dem farbigen Holz zu arbeiten. Wenn man jetzt hier noch mehr Gebäude in verschiedenen Farben bastelt, dann sieht das aus meiner Sicht eigentlich cool aus. Ich habe das so gesehen bei einer anderen YouTuberin und bin so eigentlich auf die Idee gekommen und dachte so, ja, farbige Holzgebäude, das wäre eigentlich noch cool. Das habe ich jetzt hier mal so probiert, um den ersten Akzent zu setzen. Allenfalls könnte man auch hier das Mittelgebäude farblich noch anders machen. Irgendwie in einem grünen oder in einem Blauton und dann sieht das Ganze schon viel besser aus. So, jetzt bauen wir hier mal schnell ein bisschen Vegetation. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Und da arbeite ich halt mit dem Prinzip weniger ist mehr. Also man muss nicht 10'000 Bäume pflanzen und wenn möglich dann auch noch alle in der gleichen Abfolge. Sondern es lange, wenn man einfach 4-5 Bäume im richtigen Abstand ein bisschen drüllig in der Höhe variieren und dann sieht das schon viel besser aus. Also es sieht vor allem besser aus, als wenn man 20 Bäume im gleichen Winkel nebeneinander anstellt. Das sieht dann einfach unnatürlich aus. Und ich probiere relativ natürlich zu bauen. So, da sind wir jetzt im Stationsgebäude. Das Stationsgebäude muss natürlich auch noch fertig gebaut werden. Da bin ich nicht ganz zufrieden mit dem Unterbau jetzt da. Das seht ihr jetzt dann gerade.
der sieht schon nicht gerade so gut aus. Also vor allem jetzt da die Dachstützen, also jeder Zimmermann würde mich abschlagen, wenn ich so für eine Dachkonstruktion stütze, aber es ist ja nur ein Game und da funktioniert es, aber ich verspreche, ich gebe mir mehr Mühe beim nächsten Mal, es werden sicher noch einige Stationsgebäude dazukommen. Auf dem Livestream, soweit es mir ist, habe ich ja auch, wie ich mich erinnere, habe ich dort schon ein weiteres Stationsgebäude gebaut vom Park Eisenbahn. Und dort ist das Ganze ein bisschen besser rausgekommen. Aber das Schöne ist ja bei Planet Coaster, es regnet nicht. Oder noch nicht. Ich glaube, Wettereffekte sind vielleicht angedenkt später, aber vorläufig nicht. Also uns auch nicht so drauf an. Das sehe ich jetzt hier zum Beispiel zum Glück nicht rein. So, das Dach auf jeden Fall, die Dachkonstruktion ist gestellt. Da können wir dann auch noch, wenn wir einen Namen haben für den Mindcoaster, dann können wir da ein grosses Schild auf dem Dach irgendwie stellen oder so. Und natürlich über dem Eingang da vorne muss natürlich auch noch irgendein Schild hin. Licht braucht es natürlich auch, weil das Spiel spielt Tag und Nacht. Also muss man da natürlich auch mit Beleuchtung arbeiten. So geht es jetzt natürlich noch etwas als detaillierte Ausgestalten von dieser Warteschlange. Da ist mir plötzlich noch eine Idee gekommen, Moment, da mit diesen Rädchen könnte man doch eigentlich den Haken ein bisschen spezieller gestalten. Und hat das so gemacht und finde, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt posten wir noch ein paar Kisten an. Und dann nachher sieht das noch viel lebendiger aus. Und es gibt auch eine schönere Stimmung, so ein westernmäßig, und das passt ja, Western passt eigentlich super zu einem Minecoaster, weil es ist ja eine Minenachterbahn, Wasserturm, zwei Stück, damit er da hinten noch ein bisschen, die Ecke noch ein bisschen voll ist. Jetzt kommt noch das Windrädchen, kommt auch noch her. Dann würde ich sagen, sieht das ganz ehrlich schon tipptopp aus. Ja, das war es soweit eigentlich schon wieder von mir. In dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt auch Spass an dieser Folge. Und wie gesagt, gebt Ideen und Feedbacks in den Comments. Lasst ein Like da, ein Abo, besucht meinen privaten YouTube-Kanal. Würde mich freuen. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes wieder dabei. Bis dann. Schönen Nachmittag, Abend, Tag, whatever. Bis zum nächsten. Euer Jay. Ciao, ciao.